Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns mal einen Park von Nexus Mods anschauen. Und zwar heißt der Jurassic Jungle. Das sah super interessant aus auf den Screenshots. Und ich wollte mir mal gerne mit euch gemeinsam jetzt angucken, was hier gebaut wurde. Der Eingangsort ist auf jeden Fall mal sehr interessant. Der ist nämlich mitten auf dem Berg. Und dort ist ein Helikopterlandeplatz. Ganz separat vom Park. Sorry übrigens, wenn es ab und zu mal leckt. Der Park ist sehr, sehr groß und sehr, sehr viele Dekosachen wurden hier verbaut. Also die FPS sind dann teilweise schon an ihrem Limit. Hier sind auch Toiletten eingebaut worden. Die Retro-Toiletten von Jurassic Park. Und ganz viele Fackeln. Wirkt auf jeden Fall echt schön. Oh, und der Ausblick, der ist nice. Da sieht man schon den Park. Ja, ihr könnt, glaube ich, schon sehen, was uns hier krasses alles erwartet. Das ist wirklich sehr gigantisch. Aber wir gehen jetzt mal den Weg weiter. Und zwar hier vorne zur Jurassic Tour. Denn mit der fahren wir jetzt erstmal ein Stück. Und los geht das Ganze. Auch hier wurde die Strecke fein säuberlich abgesteckt mit solchen Fackeln. Kommt auf jeden Fall schon ein gutes Dschungelfeeling rüber. Da kann man dann auch ein Spinosaurus-Skelett angucken. Schlängelt sich halt hier alles so ein bisschen runter. Weil halt die Höhenunterschiede hier so enorm sind. Man ist halt so weit oben auf dem Berg. Aber hier geht es jetzt auch gleich durch ein Jurassic Park-Tor. Ach nee, das ist nur Deko. Ich dachte, das geht da durch. Okay. Das ist einfach nur Dekoration und dann fährt man da vorbei. Ich fliege jetzt mal die Strecke so ein bisschen ab. Also ihr seht schon, das ist eine ganz schön aufregende Strecke. Aber würde halt jetzt ein bisschen lange dauern, weil die Tour-Trucks nicht so schnell sind. Sieht schon echt crazy aus. Und dann diese ganzen Fackeln. Ich glaube, dass... Genau, dann würden wir hier lang fahren. Und hier würden wir dann in die Tour reinkommen. Hier endet das Ganze dann nämlich. Und dann kommen wir an diesem wunderschönen Ort raus. Mega schöne Felsarbeit hier. Das gefällt mir richtig gut. Aber es geht dann hier über eine Brücke. Über die laufen wir natürlich auch einmal rüber. Wieder ganz viel Deko. Das ist tatsächlich auch so ein Deko-Objekt, was ich nie verwendet habe. Das sieht echt schön aus. Und dann ist hier ein kleiner Springbrunnen. Noch mehr Spino-Statuen. Und ein riesiger Plaza. Guckt euch das an. Wahnsinn, oder? Sieht richtig schön aus. Die Wegform gefällt mir richtig gut und auch, es wurde auch richtig schön mit der Deko gearbeitet. Hier ist nochmal die Brücke da unten. Aber hier sind so viele Details, das sieht schon fast gar nicht mehr nach Jurassic World Evolution 2 aus. Finde ich schon ziemlich beeindruckend. Aber man merkt es halt leider so ein bisschen an den FPS. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist eine tolle Idee hier für den Plaza. Gerade diese Blumenbeete gefallen mir gut. Dann gibt es ja auch noch einige Einkaufsläden, Toiletten. Hinten sind auch noch mal Sitzmöglichkeiten. Dann ist ja auch Wasser eingebaut worden. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Das Einzige, was halt ein bisschen stört, sind die FPS. Aber das bleibt, glaube ich, leider nicht aus. Man hätte jetzt auch zum Beispiel die Besucher rauslassen können aus dem Park oder die Dinosaurier wegmachen können. Dann wären die FPS wahrscheinlich besser. Aber dann ist natürlich die Atmosphäre geht dann verloren, wenn keine Besucher da sind. Hier haben die eine Hotelanlage. Auch wunderschön. Die Wegflächen wieder richtig toll. Und ich mag es auch, dass hier so viel mit diesem hellen Weg gearbeitet wurde. So ein schöner Kontrast zu den grünen Farben. Viele Sitzmöglichkeiten, Springbrunnen, Dekoskelette. Das sieht schon echt toll aus.
Ja, hier kann man sich dann gemütlich machen. Und auch genug Toiletten. Und wir fliegen wieder zurück. Ja, dieser Plaza ist wirklich beeindruckend. Da oben sind wir gerade gelandet. Also hier sind wir gelandet. Dann sind wir hier runtergefahren. Und dann kommt man zu diesem beeindruckenden Plaza. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon offiziell im Park sind. Ich glaube, wir müssten halt hier hinten gleich weitergehen. Machen wir auch gleich mal. Aber es geht halt auch noch nach rechts. Da wäre eine Jurassic Tour, so wie es aussieht. Ja, hier wäre eine Jurassic Tour. Die können wir natürlich gleich auch nochmal fahren. Oh, die hat sogar so Mauern drumherum. Das sieht ja auch interessant aus. Sieht schon wieder sehr spannend aus. Aber ich fliege erstmal den anderen Weg. Weil ich will mich natürlich jetzt auch nicht verlaufen. Ich will ja eigentlich alles zu Gesicht bekommen. Hier geht es einmal links und rechts. Und dann geht es hier steil hinauf. Hat natürlich ein bisschen was von dem Weltwunder. Ich weiß gar nicht mehr den Namen von dem Weltwunder, muss ich sagen. Aber wir hatten ja auch schon mal so einen Weltwunderpark. Ein bisschen sieht es so aus. Zumindest von der Form. Aber hier scheint Ende zu sein. Ich glaube, das ist nur eine Sehenswürdigkeit, wo man hingehen kann. So eine alte Ruine. Und dann geht es wieder zurück. Dann müssen wir, glaube ich, mit der Tour fahren. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wo es weitergeht. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Tour und fahren dann mit dieser Tour eine Runde. Aber bevor wir das machen, wollte ich euch das nochmal von oben zeigen. Da sieht man dann schon allein, wie viele Felsen hier verbaut wurden, überall im Wasser. Und hier sind auch Dinosaurier, sehe ich gerade. Oha. Ah, cool. Das ist dann so ein bisschen das Feeling, als wenn die da frei rumlaufen. Das heißt, wenn man hier bei den Hotelanlagen ist, kann man schon die Centaurs, sind es, glaube ich, sehen. Das ist ja toll gemacht. Gut, dass ich nochmal rausgezoomt habe, weil ich soll es unbedingt von oben sehen. Vielleicht sehen wir noch mehr Dinos. Ich glaube nicht. Die können ja wahrscheinlich hier überall im Wasser rumlaufen, gehe ich mal von aus. Sehr gute Idee. Schade, dass wir die gerade hier nicht gesehen haben am Eingang. Hätte ich mich sehr gefreut. Aber es gibt hier zum Beispiel auch noch Deko im Hintergrund. Habe ich auch nicht gesehen. Aber ich glaube, da ist ein Gehege, da läuft eine Ziege rum. Da kommen wir, glaube ich, auch noch hin. Park so riesig. Naja, wir gehen jetzt mal zu der Tour. Da unten ist sie. Und jetzt fahren wir wirklich los. Wir fahren jetzt mal aber selber, damit es schneller geht. Zwei Dinosaurier sind leider bei niedriger Gesundheit. Nicht, dass die jetzt sterben. Da muss ich mich vermutlich jetzt ein bisschen beeilen. Oh, guck mal, hier rechts sehen wir schon die ersten Dinosaurier. Das sind Stegos. Es wirkt auch wieder sehr, sehr gut, dass man da so direkt nah dran ist, weil hier nur so eine kleine Bande vor ist. Aber wir können gleich gar nicht überholen, weil es hier so schmal ist. Das ist natürlich ein Problem. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Hier sind halt so viele Details. Ich glaube, da wird man auf jeden Fall viel übersehen. Und jetzt können wir nicht überholen. Das ist schlecht. Sind wir gefangen. Aber da vorne sind auch noch Brachios. Richtig coole Skins. Man sieht die fast gar nicht. Die sind sehr gut getarnt. Aber es ist schön, wie die da gerade trinken, die beiden. Finde ich super. Es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr dschungelig hier. Na komm, jetzt müssen wir die Chance nutzen. Schaffen wir es? Nee, okay. Das ist einfach eine unsichtbare Wand. Aber wir sind auch schon an der Station, okay. Dann habe ich es ja noch gerade ausgehalten mit meiner Ungeduld. Und hier vorne kommen wir dann raus. Auch bei diesem wahnsinnigen Bauwerk. Sieht auch krass aus.
sehr, sehr künstlerisch, diese ganzen Monorail-Strecken. Ich weiß echt gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich bin völlig überfordert. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das ist für meinen persönlichen Geschmack ein wenig zu sehr überladen. Also ich glaube, man übersieht hier auch alles und das ist ein bisschen zu viel. Es sieht cool aus, gar keine Frage. Es sieht echt nice aus, aber es ist ein bisschen zu viel. Also ich finde es immer schöner, wenn man halt ein bisschen weniger Deko-Sachen benutzt und dann so ein paar Orte hat, die dann so ein bisschen das Highlight sind, wo man hinguckt. Aber hier ist ja alles, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Ich bin völlig überfordert, wirklich. Und die FPS tragen natürlich auch nicht dazu bei, dass man es genießen kann, leider. Da geht ein bisschen die Atmosphäre verloren, wenn es so laggt. Aber das ist hier eine Viewing Gallery. Oh, da haben wir ein Mischgehege, so wie es aussieht. Da ist auch die Tour, da fahren wir bestimmt gleich mit weiter. Aber ich sehe Parasaurolophus, Diplodocus. Und ich muss ja mal sagen, der Skin gefällt mir richtig gut von dem. Rot mit blauen Streifen. Und der ist auch interessant, der Skin. Da sieht man auch noch eine... wie heißen die? Ein Vogelkäfig. Aviarium, so. Das hat mir gefehlt. Euoplocephalus dürfte das hier sein. Ein schönes Mischgehege. Ist wirklich schade mit den FPS. Ich glaube, sonst wird das hier nochmal ganz anders rüberkommen. Auf der anderen Seite... Da sind auch nochmal Viewing-Galerien. Auch interessante Formen. Die Anordnung ist cool. Hier geht es halt so ein bisschen rein mit einem Weg. Noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Dann hier so ein Springbrunnen. Links und rechts so eine Galerie. Und da sind kleine Fleischfresser drin, so wie es aussieht. Oceratosaurus. Da gönnen sie sich. Tja, und das war's schon. Wow. Damit wir den Überblick nicht verlieren, hier war ich jetzt gerade. Also hier haben die gefressen. Hier sind die Viewing-Galerien. Hier habe ich auch gerade geguckt. Hier ist das Pflanzenfressergehege. Und das ist das, wo ich mich gerade befinde in dem Bereich mit diesen Säulen. Die Säulen sind auch sehr beeindruckend. Aber sie erfüllen halt nicht wirklich einen Zweck, ne? Das ist halt sowas wie ein Dach, aber was nicht zu ist. Also irgendwie ist es schon atmosphärisch, weil hier auch der Schatten überall so ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das so feiere mit diesen Schienen. Ich finde es interessant, ich habe es auch schon öfter gesehen. Aber ich habe es zum Beispiel auch selber nie verbaut, so. Weil ich es halt nie so sinnvoll fand. Ich glaube, was mir sehr gut gefällt daran, sind die Säulen. Aber ich glaube, der Fakt, dass es hier alles so offen ist, so seltsam, das gefällt mir nicht so. Vielleicht könnte man das ja auch mal übernehmen und dann mit Mods noch ein bisschen zubauen oder so oben. Könnte, glaube ich, ganz interessant sein. Aber selbst hier wurde richtig schön mit den Wegfarben gearbeitet. Also hier wurde viel lieber reingesteckt in den Park. Und auch das Überglätten und so ist echt sehr perfekt überall. Das sind jetzt keine zu steilen Flächen oder sowas. Hier schön mit den Pflanzen, das sieht auch cool aus. Und hier oben erwartet uns... Ist das eine Tour oder ist das eine Galerie? Ne, das ist eine Galerie, okay. Ja, auch hier sind überall diese Strecken. Da kann man sich dann reinschillen. Und dann hat man hier ein sehr felsiges Gehege. Mit Velociraptoren, so wie es aussieht. Auch wieder eine sehr interessante Skinwahl. Alle so dunkel und ich glaube, das hier... Ne, es ist nicht der einzige. Da ist noch einer, der so ein bisschen rötlicher ist. Jetzt hätte ich gedacht, das ist wahrscheinlich das Alpha-Tier. Okay, das sah ein bisschen seltsam aus. Wahrscheinlich wegen den Höhenunterschieden. Ja, aber auch ein interessantes Gehege. Von der anderen Seite kommt man da anscheinend auch noch hin. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie geht's. Ach, hier führt ein Weg drum. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Hier außen rum geht der Weg. Da kommt man dann auch noch mal auf die andere Seite. Hinter dem Gehege ist auch noch Deko. Ich glaube nicht, dass wir noch hinkommen, deswegen fliege ich da mal so schnell hin. Teilweise so ein bisschen random platziert. Moderne Kunst. Das war auf jeden Fall dieser Bereich. Wir fliegen hier weiter. War jetzt auch nicht mit der Tour, das dauert zu lange.
schlängelt sich hier schön lang die Tour. Das ist schon toll gebaut und dann hier auch unterm Baum durch. So viele Details, die leider oftmals untergehen, weil hier so viel ist. Und hier kommen wir dann zu einem weiteren Plaza mit einigen Besucherläden. Und auf der anderen Seite wieder eine Tour. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, aber ich denke mal, man würde dann normalerweise hier aussteigen und dann wahrscheinlich hier rübergehen in die andere Tour. Ah, der andere Weg führt zurück. Okay, den brauchen wir gar nicht fahren. Also der geht dann hier wieder zurück, wo wir herkommen. Hier ist der große Plaza. Dann passt das ja, dann haben wir uns nicht verlaufen. Das ist schön. Aber man hat dann hier auch nochmal eine Sicht auf das Gehege, was wir gerade gesehen haben. Also hier sind zwei Galerien. Hier sind die ganzen Pflanzenfresser. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Gehege. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Wieder mit kleinen Fleischfressern. Dilophosaurus. Kleine Fleischfresser sind hier echt gut vertreten in dem Park bis jetzt. Aber wir fahren jetzt natürlich mit der Tour, beziehungsweise wir fliegen da hinterher. So gut wie es geht. Auch wieder sehr schön mit den Höhenunterschieden, dass hier das Aviarium ein bisschen höher gelegen ist. Sieht schon toll aus. Die Felsen links und rechts gefallen mir auch gut. Ich mag hier in diesem Dschungelambiente gerne diesen Kontrast. Also diese richtig knallig grünen Pflanzen und dann die dunklen Felsen, die hellen Wege. Das gefällt mir besonders gut. Und hier die hellen Säulen passen da auch gut rein. Dort sehen wir sogar die Random Deko nochmal, die ich vorhin angeguckt habe. Da fahren wir sogar lang. Weiß halt nicht, ob das hier ein Gehege ist. Kann halt gut sein. Aber ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich einiges übersehen. Aber ihr könnt es ja selber nochmal euch angucken, den Park. Medriacanthosaurus. Schieben sich hier gegenseitig weg. Auch ein sehr cooler Skin. Und weiter geht der Spaß. Bisschen bergauf. Und dann ab in das Aviarium. Mit einem Quetzalcoatlus. Finde ich ein bisschen schade übrigens, dass der Quetzalcoatlus so schlecht in das Aviarium passt. Also ich finde, es sieht immer blöd aus, wenn der im Aviarium fliegt. Der ist einfach viel zu groß dafür. Müsste einfach höhere Vogelkäfige geben für den Quetzal. Oh, auch hier geht es mehrfach durch. Sehr, sehr viele Felsen. Das sind auch Zungaripterus. Auch hier ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen too much. Ist ein bisschen sehr überladen. Ich mag es ja, wenn solche Flugsaurier-Gegenden sehr felsig sind. Aber ich finde eigentlich immer die Kombination aus Felsen und so eingezeichneten Terrain mit Felsen sozusagen dran, finde ich immer ein bisschen schöner, als alles voll mit so kleinen platzierbaren Felsen, wie es jetzt hier ist. Aber die Höhenunterschiede gefallen mir an sich ganz gut. Und hier geht es dann wieder raus. Nach oben. Oh, hier ist auch ein Gehege. Wieder kleine Fleischfresser. Auch cooler Skin. Das dürfte der Seal of Isis sein. Also die Skin-Auswahl hier ist super. Und fast alle Skins, die ich noch gar nicht kannte. So, jetzt aber schnell. Mit ihm dadurch. Wieder ins Aviarium. Aber ich fliege jetzt hier, glaube ich, auch einfach einmal durch, weil ich glaube, das ist relativ gleich an allen Stellen. Ist natürlich interessant, dass sich die Tour so da so durchschlängelt. Aber ein bisschen Abwechslung hätte ich mir schon gewünscht. Ist auch das ganze Aviarium ist so. Also ich werde jetzt hier nicht die komplette Strecke da durchfahren. Ihr seht das ja, glaube ich, ganz gut. Weniger ist manchmal mehr, meiner Meinung nach. Dann hätten wir auch mehr FPS. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Das ist ein sehr, sehr schöner Park, wirklich. Hier sind auch nochmal coole Pflanzenfresser. Ey, die Skins sind Wahnsinn. Das dürfte Mamenchi sein, ne? Iguanodon. Das dürften nochmal das Struthius.
Oder sind das? Ich glaube, es sind Archeornithimimus. Können wir mal kurz gucken. Ja, Archeornithimimus. Ich spreche die Safe auch falsch aus, aber der Name ist auch echt schwer. Ja, so eine Jungle River Cruise wäre cool gewesen hier mit so einem Boot hier durch. Kann aber auch sein, dass vielleicht sogar eine hier drin war, aber ich habe es halt nicht gesehen, weil ich nicht alle Mods richtig installiert habe. Es war leider keine Modliste dabei bei dem Safe Game. Deswegen habe ich einfach das random mit meinen Mods mal gestartet. Hat auch geklappt. Aber dadurch kann es halt mal passieren, dass die ein oder andere Deko verloren geht, wenn dann die Mod nicht installiert ist. Triceratops sind ja auch. Alles wunderschöne Skins. Also die Skin-Auswahl ist wirklich super. Ich glaube, wir kommen als nächstes dann auch hier an. Also ich glaube, man würde dann hier rausfahren und dann hier ankommen. Das heißt, wir sind hier schon ganz richtig. Dann hätten wir hier nochmal so eine Viewing-Galerie mit Türmen und anderen Aussichtsplattformen. Da hätten wir dann genau das gesehen, was wir gerade schon uns vorweggenommen haben. Und ansonsten kommen wir nochmal hier zu diesem riesigen Berg. Der erinnert mich wieder an das Weltwunder. Crazy. Groß das ist. Hier sind auch überall Besucherwege. Ganz viele Besucherläden, Galerien. Ich glaube, das hier sind Gehege. Das sind auch Dinos, oder? Ist ja Wahnsinn. Aber schön ist das wahrscheinlich nicht für die Dinos, wenn die dann die ganze Zeit auf so einer Schrägen laufen. Nee, hier sind keine Dinos, okay. Finde ich auch gut, die Entscheidung, dass die da nicht sind. Ich glaube, die sind nämlich eher da unten. Da sind die. Und das heißt, dass hier ist einfach nur ein Abstandhalter zwischen Besucherweg und Gehege. Dann finde ich es nicht schlecht. Der Schrägen wäre doof gewesen. Ich habe sie gefunden. Sind Suchos. Ganz schön viele sogar. Wie konnte ich die übersehen? Auch wieder interessante Skins. Ich bin wirklich überfordert. Und das hier ist sogar jetzt ein Gehege, so wie es aussieht. Genau da laufen nämlich Dinosaurier. Das ist ein Mayunga, auch mit einem tollen Skin. Das ist halt echt so ein Park, da muss man immer vom Weiten so ein bisschen gucken, damit man diese volle Pracht zu sehen bekommt, weil das alles so riesige Bauten sind, die dann auch noch kleine Highlights beinhalten. Oh, guck mal, das sind Pyroraptoren. Auch ein kleines, süßes Gehege. Alles hier mit eingebaut in dieses Objekt. Sind halt überall so kleine Gehege. Ich find's echt toll. Aber ich finde halt, wie gesagt, der Park wirkt am besten vom weit weg. Ansonsten, wenn ich so nah dran bin, fühle ich mich einfach ein bisschen überfordert. Die Leute haben Angst. Ich glaube, hier ist was aus... Ja, hier ist was ausgebückt. Jawohl, fress die Leute. Herrera ist das. Gehen jetzt mal hier nach oben. Wenn ich jetzt was übersehe, dann ist es so. Ich werde jetzt auch nicht hier jedes einzelne Detail und Gehege mir angucken. Aber das ist doch kein Besucherweg hier, oder? Warte mal. Nee. Hier ist abgeschirmt, okay. Hier ist dann sozusagen die Grenze. Das ist dann wahrscheinlich nur wegen der Optik von oben, dass hier der Weg weitergeht. Das ist eigentlich schon Gehege. Hier ist wieder der Mayunga, den hatten wir ja gerade schon gesehen. Scheint ein großes Gehege zu haben. Ansonsten wäre es wahrscheinlich dann so... Also wir sind ja hier angekommen. Hier kann man dann nochmal gucken, hier das ganze Ding begutachten, das wird wahrscheinlich ewig dauern. Und dann kann man hier rumgehen und wieder Richtung zurück, wenn mich nicht alles täuscht. Gibt es auch überall noch so Beobachtungsgalerien. Kann man nochmal von hier gucken, von dieser Seite. Und die hatten wir noch gar nicht gesehen. Das sind die Monolophus. Man übersieht hier wirklich schnell Sachen.
Ist einfach so. Oh, hier ist noch ein Gehege. Ach, wie schön. Das sieht toll aus mit dem grünen Gras. Gefällt mir. Auch wieder schöne Skin-Auswahl. Hier ist nochmal das nächste Gehege. Geht's auch nochmal hoch. Oh mein Gott, ey, ich weiß echt nicht, wo ich hingucken soll. Das ist so crazy. Wahnsinn, ey. Ich glaube, ich muss gleich noch einmal mir alles von oben angucken. Den Zusammenhang habe ich noch nicht so richtig verstanden. Das mit diesen kleinen Zäunen finde ich aber auch sehr cool. Das sind die von dem Malta-DLC. Passen ganz gut. Das sind so ein bisschen Ruinenmauern. Deswegen passt das ganz gut in den Dschungel. Ich glaube, das hier ist aber alles das Gehege von den Olorus. Und ansonsten kommen wir hier nochmal zu einem Besucherplatz. Auch wieder sehr schön hier gemacht mit den Wegformen und Wegfarben. Oh, hier ist auch nochmal ein Gehege. Das ist nochmal ein Gigant-Spinosaurus-Gehege. Auch schön hier mit den Blumendingern abgesteckt. Nach da rechts geht's auch nochmal. Wir schauen jetzt erstmal nochmal hier, was hier ist. Hier wäre nochmal ein Beobachtungsturm. Und da ist King Rexy. Der geht leider gerade hinten in den Dschungel rein. Aber wir haben ihn nochmal gesehen. Auch ein schönes Gehege. Mittlerweile sind übrigens schon richtig viele Dinosaurier gestorben. Das macht es halt noch unübersichtlicher, ob ich jetzt schon was übersehen habe oder nicht. Die Dinos scheinen sich hier nicht so wohl zu fühlen. Hier ist nochmal ein Spinosaurus. Der hat hier auch sein Tor oder was das hier sein soll, seinen Durchgang. Interessant. Aber auch ein sehr schöner Skin. Gefällt mir auch richtig gut. Ja, und ich glaube, das war's jetzt. Das ist auch echt crazy. Also ein riesiger Park. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen. Also ich mag es eigentlich immer lieber, wenn Parks ein bisschen kleiner sind, weniger Details haben und ich mich ein bisschen wohler fühle. Gerade auch die FPS tragen halt nicht dazu bei, dass ich mich wohlfühle. Aber das ist ja wirklich auch immer so ein bisschen persönliche Ansichtssache. Ich fühle mich dann halt aber auch immer so, wenn ich ein Video aufnehme zu solchen Parks, dass ich die nicht genug würdigen kann, weil es einfach zu lange dauern würde. Weil ich will ja kein 2-Stunden-Video für euch hochladen. Wisst ihr, was ich meine? Und da muss ich immer an der einen oder anderen Stelle halt so schnell weiter. Und das fühlt sich halt irgendwie doof an. Und das geht halt bei kleineren Parks, wo weniger Sachen platziert sind, sage ich mal, und Dinosaurier platziert sind, geht es ein bisschen besser. Da kann man das bisschen mehr sich angucken in Ruhe und sowas. Das fühlt sich immer besser an. Ich muss aber sagen, bei dem Park waren wirklich auch sehr viele schöne Sachen dabei. Es war für mich persönlich, wie gesagt, ein bisschen too much. Aber ich finde gerade das hier, das sieht so schön aus von oben. Diese ganze Wegfläche. Und die Felsen hier, das sieht schon echt cool aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Fühle mich halt schon fast so, als wenn ich nicht in Jurassic World Evolution bin. Da habe ich eher so ein bisschen Planet Zoo Vibes. So fühlt sich das an. Ja, die Fläche sieht super aus. Das ist mega gut geworden. Ja, wenn ihr euch den Park nochmal in Ruhe angucken wollt, das ist Jurassic Jungle. Ich weiß gerade gar nicht den Ersteller, aber den seht ihr auch bei Nexus Mods. Ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall. Da könnt ihr euch den selber runterladen, könnt ihr mal selber ausprobieren. Ich fand ihn alles um allen sehr, sehr gut. War ein bisschen too much, bisschen zu wenig FPS. Aber ich hoffe, dieses Besichtigungsvideo hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.